Wir sind drei Freunde aus München. Wir wollten ein bisschen selbstständiger sein. Haben überlegt, was können wir machen. Da kam auch gerade dieser Trend mit den Foodtrucks hoch und haben gedacht, ja, das wäre doch das Richtige für uns für einen Einstieg in diesen Bereich, in der Gastronomie. Und lass uns das doch einfach machen. Das erste Jahr war phänomenal. Wir waren einer der ersten Trucks in München und wir wurden super angenommen. Das Produkt kommt sehr gut an und also wir sind sehr happy darüber. Unsere Wurst ist selbst hergestellt vom Metzger nach unseren eigenen Ideen halt, ne? Und unsere Soßenrezepturen auch, also wirklich sehr individuell. Das braucht der Markt aber auch. Also du hast nicht dieses typische Ketchup-Senf-Thema, sondern du hast einfach verschiedenste Varianten bei unseren Hotdogs und die Zutaten selbst sind sehr qualitativ hochwertig. Du kommst sehr viel rum. Du lernst total viele Leute kennen am Truck natürlich, gell? Die Leute sind happy, weil es geht um Essen. Wenn es um Essen geht, sind die Leute immer gut drauf und also das macht richtig viel Spaß. Im Sommer gehen die Leute raus, die haben Spaß in der Sonne. Da macht Spaß, wenn die Leute einfach vor dem Truck stehen und reinbeißen in den Hotdog und die Soße läuft runter und geil. Es ist auch harte Arbeit dahinter, also du stehst einfach auch am Tag dann 10 Stunden hinterm Grill, gell? Aber Mai, du siehst dann das Ergebnis und auch die Zufriedenheit der Leute und wenn du merkst, dein Produkt wird angenommen, also das ist wirklich ein geiles Gefühl. Ja.